Das ging ja schneller als gedacht mit dem neuen Zaubertrank-Batch. Also Zaubertrank-Batch 2 vom Whisky-Druiden. Müssen wir jetzt auch noch auseinanderklamüsern. Gab ja schon Batch 1, fand ich eher nicht so nice. Deswegen gucken wir, ob das Batch 2 da besser ist. Also los geht's, Kinders. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder unabhängig abgefüllt unterwegs, hab für euch einen Zaubertrank dabei, und zwar Batch 2. Da seht ihr es, das steht da direkt drauf. Zaubertrank Batch 2, genau. Vom Whisky-Druiden Michel Reik. Und abgefüllt wieder mit 46%. Mal wieder ist die Verschlusskappe abgerissen. Immer das gleiche Problem bei mir manchmal, echt. Da habe ich immer gedacht, das wäre nur ein Problem bei McNeil's Choice-Abfüllung. Aber es ist auch bei denen hier immer das Problem. Ich bin einfach zu dusselig, um das richtig aufzumachen. Naja, ich krieg's gleich hin. So, geschafft. So, Batch 1, wie ich gerade schon vorm Intro erwähnt habe, war jetzt nicht so meine Welt. Der hatte mich jetzt nicht so abgeholt. Deswegen schauen wir mal, ob Batch 2 hier besser funktioniert. Auf jeden Fall designtechnisch wieder eine Marketing-Opferflasche. Das Ding ist wieder rauchig. Preislich hat sich auch nicht so viel geändert. Ich glaube, ist sogar teilweise noch 2 Euro günstiger geworden, wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, wie hoch die UVP war. Ich finde, oder man findet den auf jeden Fall in diversen Shops noch zwischen 42 und 45 Euro. Also total humaner Kurs. Mit 46% ist das Ding abgefüllt. Ein Alter haben wir nicht. Wir wissen halt nur, dass es ein Blended Malt Scotch Whisky ist und dass die Fässer von Signatory kommen. Mehr Infos haben wir dazu leider nicht. Ich habe den ja schon mal probiert beim Grill-Event mit Marco. Wer den Stream nicht gesehen hat, kann auf dem Kanal von Brüder Whisky aus gerne mal vorbeischauen. Da haben wir mit der Holly zusammen, ich glaube, 4,5 Stunden gegrillt, Whisky verkostet, gequatscht, Unfug gemacht und. Und wer sehen will, wie ich immer müder werde, der muss einfach die 4,5 Stunden zum Ende geben. Es war ein sehr heißer Tag und es war sehr lang mit 4,5 Stunden. Aber ich hab's geschafft. Gut, also jetzt hier Zaubertrank Batch 2. Ich halte mal die Nase rein. Los geht's, Genas. Also der ist von der Nase her, glaube ich, schon ein bisschen besser als Batch 1. Die Rauchnote ist meiner Meinung nach sehr dezent, auch sehr zurückhaltend bald. Also den Rauch musst du zumindest in der Nase schon ein bisschen suchen. Gucken wir am Handrücken eben. Dafür ist auf dem Handrücken sehr präsent. Ne? Da kriegst du den Rauch direkt mit. Aber auch relativ süß, so ein bisschen erdig, mineralisch dabei. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn du zum Beispiel so eine Handvoll Kies hast und du riechst mal so da dran, oder nimm mal so eine Handvoll Erde, ja gut, ne, Blumenerde nicht so krass, aber so eine Handvoll Kies, du riechst mal so ein bisschen da dran, dann riechst du das schon. Also grundsätzlich finde ich, riecht der schon nach einem süffigen Whisky. Krieg jetzt auch so was leicht Fruchtiges mit dabei. So ein leichter Pfirsich-Moment, würde ich fast sagen. Pfirsich-Aprikose, vielleicht so eine Pfirsich-Aprikosen-Marmelade, so ein bisschen Rauch dabei. Aber ich finde, der Rauch hält sich echt sehr zurück. Aber ich muss auch sagen, der macht die Nase auch schon relativ gut frei. Ne? Also das ist schon so ein Wig-Blau-Moment. Relativ frisch auch in der Nase. Aber es kommt jetzt, desto mehr ich den in der Luft habe, immer mehr Frucht mit dazu bei dem Rauch. Man könnte auch vielleicht sagen, der Rauch ist eher so ein bisschen schmutzig anstatt rauchig, ne? Wie wir es vielleicht auch so ein bisschen von Springbank auch kennen. Naja, hilft ja nichts. Wir müssen erstmal probieren und gucken, ob das jetzt auch gut schmeckt. Also, Kinders, Slange auf euch.
Also, insgesamt finde ich, kommt mir da jetzt auch schon wieder zu wenig. Der hat relativ viel Rauch im Geschmack, also die Nase war eher ja dieses fruchtige, leicht rauchige. Im Geschmack kommt einfach bam, voll Rauch. Weniger Frucht, relativ wenig Frucht sogar. Ich habe nicht so viel Frucht im Geschmack, wie ich in der Nase hatte im Nachhinein. Es ist eher so wirklich, dass du diese intensivere, rauchige Note hast, aber dir einfach dieser Moment fehlt, wo du sagst, jo, da kommt noch was Fruchtiges mit bei, da kommt noch irgendwas mit dazu, wo du sagen würdest, das is it. Also ich mag halt schon diese Kombi fruchtig und rauchig oder vielleicht Sherry, also diese Sherry-Fässer-Geschichte mit Rauch oder Rotweinfässer mit Rauch. Das geht ja alles richtig gut klar. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Der liefert halt in erster Linie Rauch ab. Rauchige Note, leicht aschig hinten raus. Ansonsten eher so rauchiges Lagerfeuer, was wir gerade ausgemacht haben. Ne? Also du hast da gerade eine Kanne Wasser drüber gekippt und diesen Geschmack, diesen Moment habe ich einfach. Ich probiere nochmal einen Schluck. Also beim zweiten Schluck wird es erst eher süßlich im Geschmack, schwenkt dann aber sofort in diesen krassen Rauchmoment um. Und ich kriege auch hinten raus jetzt so eine ganz leichte Ingwer-Chili-Note. Und was bleibt, ist Rauch. Also alle Leute, die auf sehr intensiven Rauch stehen, aber Bock haben, mal von der Nase her was anderes zu haben, für die ist das wahrscheinlich die richtige Abfüllung. Ich mag es ja, wenn ich auch noch andere Aromen habe, außer den Rauch. Und nicht nur der Rauch sehr dominant im Vordergrund steht, weil dann kann ich mir auch einfach einen Finn Längen Original holen. Der kostet halt unter 20 Euro im Angebot. Und da habe ich halt auch ein sehr intensives Rauchprofil am Ende. Ne? Aber ja klar, ich kann das verstehen. Es gibt garantiert sehr viele Leute, die genau auf dieses Profil stehen. Mir ist das insgesamt zu wenig. Ich habe mich echt darauf gefreut, weil jetzt von der Nase nach dem Probieren kriege ich auch noch so ein bisschen Ananas in der Nase. Aber hinten raus dann dieses wirklich mehr rauchig, aschige hauptsächlich, diese Schärfe, die für mich kann sogar auch ins Pfeffrige eher gehen. Das kann ich gerade eher schwieriger einsortieren, weil du hast erst so einen ganz leichten, kurzen Moment, wo es einfach so ein bisschen sticht und dann wird es aber wieder relativ entspannt. Ne? Ja, also ich sag mal, 3 bis 4 Daumen hoch. Der macht jetzt nichts falsch. Aber ist nicht so das Ding, was ich mir vielleicht erhofft oder erwünscht habe. Vielleicht würde ich sogar zu 4 tendieren, glaube ich. Weil ich finde die Nase echt mega. Aber halt beim Geschmack fehlt mir halt so ein bisschen was. Aber gut, es ist halt ein sehr günstiger Blend. Es ist ein Blended Malt. Heißt also, wir kriegen ja auch keinen Grain oder so mit drin an die Fraktion, die halt so Blended Malt oder Blended Whisky mit Grain drin halt nicht so gerne mag. Ne? Also von daher, sagt mir einfach gerne, wie ihr den fandet. Ich glaube, ein paar haben ja auch bei dem Grill-Event mitgemacht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie der für euch so abgeschnitten hat. Lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn ich hier Whisky verkoste. Bis dahin wünsche ich dir noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.